Das ist alles, was ich gerade fühle. The new IBF World Featherweight Champion is... Mir fällt wirklich ein riesen Stein vom Herzen. Nina Michael! Wirklich, das ist, wo wir so lange drauf hingearbeitet haben und ich kann es noch gar nicht richtig verarbeiten. Aufregung. Spannung. Jawohl! Sehr gut, Nina! Guck da mal, die sieht dich ja gar nicht! Jawohl! Sehr gut, Nina! Und Erleichterung. Also ich boxe jetzt seit 20 Jahren und ich weiß nicht, indirekt, ich war ja schon damals als Kind, als ich 7 Jahre alt war, bei Sven Ottke bei seinen Kämpfen mit dabei und ich fand es einfach schon so unglaublich faszinierend, wo er den IBF-Gürtel, hat er den IBF-Gürtel getragen und ich fand es so cool, wo er den gewonnen hat. Jawohl! Nina hat das Herz im rechten Fleck. Ja, ein ganz natürlicher, normaler Mensch, ganz bezaubernd. Eigentlich eine Frau zum Verlieben, ich mag sie wahnsinnig gerne. Dachte mir immer, diese Atmosphäre war so genial. Und jetzt habe ich es irgendwie selber miterlebt und das ist einfach, ja, ich kann es irgendwie gar nicht in Worte fassen. Die Brave Crowd, die mich hier unterstützt hat, war der Hammer gewesen, wirklich. Das hat mich so happy gemacht, also diese Unterstützung. Natürlich, am Ende steht man ja alleine im Ring. Aber das Team, was ich an meiner Seite habe, das ist schon wie Familie. Alpha Boxen! Und auch diese Crowd, die sich jetzt hier versammelt hat und mich angefeuert hat, das motiviert mich so extrem, das macht mich so glücklich und irgendwie haben wir den Gürtel zusammen gewonnen. Nicht nur ich alleine, sondern das ist ja ein Teil, die sind alle ein Teil von dem Ganzen und das macht mich unglaublich glücklich. Anna, ich war erstmal leer. Ich habe mich gefreut, dass alle sich gefreut haben, dass Nina sich gefreut hat. Ich war auch ein bisschen stolz auf mich, ganz ehrlich, ne, was wir da so geleistet haben. Zweifel habe ich nie. Ich bin immer sehr aufgeregt, steckt noch viel Sportler in meinem Herzen. Von daher, manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin aufgeregter als Nina. Von daher hatte ich schon Spannung. Ja, weil ich auch wusste, die Bermudas, die ist schon stark. Ja, hier ist kein Fallobst gekommen. Das war auf Augenhöhe. Weltklasse-Boxerin Nummer 2 gerankt. Da kommt schon was an. Von daher hatte ich schon Spannung. Aber ich wusste, Nina ist boxerisch einfach besser. Ja, und man hat es ja heute auch gesehen. Was natürlich krass war, war dieser Cut gleich zum Anfang. Ich habe mir gesagt, brecht nicht ab, brecht nicht ab, das geht, das tut nicht weh, das ist alles gut. Aber es war halt nervig mit dem Blut, das dann doch in die Augen gelaufen ist. Aber ich dachte mir, bitte brecht bloß nicht den Kampf ab. Da hatte ich schon ein bisschen Schiss gehabt, ja. Ja, und er war sehr lang und tief und hast auch nicht zubekommen. Aber ich war halt trotzdem ruhig, weil ich wusste, ich habe einen super Cutman an meiner Seite, der Ugur. Ich wusste, wenn einer das schafft, der kriegt den nicht zu, bekommt man den nicht zu. Aber ich wusste, der kann Bahnen legen, macht mir so ein bisschen mit Vaseline, er legt mir Bahnen, dass es nicht ins Auge läuft, dass Nina halt ihre Sicht hat. Ansonsten denke ich, ist alles am Ende so gekommen, wie es kommen sollte. Und heute, glaube ich, hat man gesehen, dass beide Mädels, muss man wirklich sagen, auch die Bermudas, im Kopf top da waren. Ja, die haben ja da abgerissen, die 12 Runden. Und das macht man nur mit einer starken Mentalität und mit einem starken Kopf. Also erstmal wirklich Respekt an Daniela Bermudas. Ich finde es ganz toll, dass sie dass sie das angenommen hat, die 12x3 Minuten und mit diese Kampfdistanz gegangen ist und auch mir das ermöglicht hat, jetzt Vorreiterin zu sein, vor allem auch in Europa. Und ich hoffe, dass die anderen Frauen auch mitziehen, weil, wie gesagt, wir wollen ja auch Gleichberechtigung im Boxsport. Und für mich, ich sehe halt keinen Grund, warum wir an den 10, weil wir haben es gezeigt, dass es geht. Deswegen hoffe ich, dass die anderen Frauen mitziehen werden. Ein Trainer von mir hat mal gesagt, man muss in den Stern greifen, um auf den Kirchturm zu kommen.
Und das Ziel muss sein, alle Titel zu haben. Ob wir alle bekommen, ist wieder eine andere Frage. Aber jetzt, weil wir den einen Titel haben, heißt es nicht Stillstand. Ja, sie sind noch jung. Also 4, 5, 6 Jahre kann es auf jeden Fall noch machen. Je nachdem, wie der Körper mitmacht. Ich glaube, sie wird noch auch so verbändeübergreifend noch angreifen. Es gibt noch WBC, da gibt es WBO und dann gibt es noch die WBA. So, und das muss eigentlich ein Ziel sein, sich diese Titel irgendwie, wie es geht, auch noch zu krallen. Ja, und ich glaube, das wird was Großes werden, was ganz Großes. Ja, aber wer sich hohe Ziele steckt, der kommt doch hoch. Nina Michael! Jetzt trinke ich erstmal gleich ein Bier mit meiner Familie und Freunden. Gucken wir mal, wie es lang geht. Und wer am längsten durchhält, aber ich glaube, ich werde es nicht sein. Danke, was macht ihr denn jetzt?